Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das GPKI. Die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität sind die Branchenstandards für die Prozessabläufe und die Datenformate rund um den Lieferantenwechsel und Stammdatenübertragung und die Netznutzungsabrechnung in der deutschen Energiewirtschaft. Aufgrund der umfassenden Marktliberalisierung, also der Abschaffung von Monopolen und der Schaffung von ernsthaftem Wettbewerb, war es notwendig, eine Standardisierung für die Prozessabläufe und die Kommunikation zwischen diesen ganzen jetzt auch neu entstehenden Unternehmen zu schaffen. Und so hat Mitte 2006 die Bundesnetzagentur als oberste Aufsichtsbehörde diesen Beschluss zur Einführung der GPKI beschlossen. Auf Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes darf die BNSA auch tatsächlich so bindende Vorgaben machen, die bei Nichtbeachtung Bußgeld bewährt oder eben auch mit weiteren zivilrechtlichen Schritten verfolgt werden könnten. Dabei ging es unter anderem um den klassischen Lieferantenwechsel, das Lieferende, also den Auszug, den Lieferbeginn, also den Einzug, Stammdatenübertragung und die Netznutzungsabrechnung und die jeweils dazu passenden Datenformate wie UTMD, MS-Cons, Invoice, APERAG, REMATV, Control. Aufgrund der fortschreitenden Weiterentwicklung der Energiewirtschaft gab es über die Jahre hinweg immer mal wieder Erneuerungen im GPKI. 2007 gab es, wie gesagt, die eigentliche Einführung zum Zwecke der Marktliberalisierung. Es sollten also Standards geschaffen werden, die für alle Unternehmen verbindlich einzuhalten waren. Im Jahr 2011 gab es dann das erste richtige Update aufgrund der Einführung von neuen Prozessen rund um das Messwesen, die sogenannte WIM, Wechselprozesse im Messwesen. Das hatte den Hintergrund, dass man dieses Messwesen jetzt auch liberalisieren wollte, also dort einen ernsthaften Wettbewerb rund um die Messdienstleistung schaffen wollte. Das hat aber nie so wirklich gefruchtet. Und abgesehen von Yellowstrom, die ja mit ihren fernauslesbaren Zählern relativ weit in das Privatkundengeschäft gegangen sind, gab es praktisch fast gar keine Unternehmen, die diese liberalisierte Messdienstleistung wahrgenommen haben. Und dementsprechend ist das nicht wirklich geglückt. 2012 gab es dann schon das nächste Update der GPKI, welches dann eingeführt hat, dass ein Lieferantenwechsel tatsächlich auch untermonatlich stattfinden kann. Davor war es so, dass man den Stromanbieter nur zum Monatswechsel, also zum 31. des Monats, beenden konnte. Und ab dem 1. des nächsten Monats war man dann bei seinem neuen Stromversorger. Mit dem GPKI-Update von 2012 war es nun möglich, dass man auch innerhalb des Monats mit einer gewissen Frist den Energieversorger wechseln konnte. Das nächste große Update gab es dann erst im Jahre 2007, und zwar auf Grundlage des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende, welches ja vordergründig das Messstellenbetriebsgesetz eingeführt hat. Da ging es dann darum, dass eben die Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes zur Einführung des Smart Meter Rollouts umgesetzt werden sollte. Dabei ging es auch um die Einführung der sogenannten Marktlokation. Also wurde der klassische Zählpunkt als eineindeutige Identifikationsnummer ersetzt und durch die deutlich kürzere Marktlokation oder auch MALO jetzt nachhaltig ersetzt. Darüber hinaus wurden einige Regelungen rund um die Signatur und Verschlüsselung der Datenkommunikation eingeführt. Das heißt, ab diesem Moment musste gezwungenermaßen die E-Mail, an der dann die Datenformate wie UTMD und so weiter angehängt wurden, verschlüsselt werden. Davor war das zwar auch möglich und eigentlich auch nötig, aber es haben nicht alle gemacht. Das neueste Update der GPKI, was jetzt Ende 2019 also umgesetzt werden muss, ist die MAKO 2020. Die ist wirklich sehr ausführlich. Die soll den tatsächlichen Rollout der Smart Meter ja jetzt umsetzen. Und dafür wird es eigene Videos geben, weil das ein ganz eigener Themenkomplex ist. Aber das Stichwort MAKO 2020 ist gleichbedeutend mit unter anderem den Änderungen der GPKI. Neben den eigentlichen GPKE-Beschlüssen gibt es noch weitere relevante Dokumente, die man online sehr gut finden kann. Unter anderem die sogenannten Umsetzungsfragenkataloge, die es auch für das GPKE gibt und die von den größten Branchenverbänden der Energiewirtschaft herausgegeben werden. Diese sollen praktisch ein einheitliches Verständnis vor allem für die Regelungslücken schaffen. Das heißt, dort werden Fragen eingereicht und von den Profis beantwortet, und sobald es einen richtigen Konsens über die verschiedensten Teilnehmer dieser Branchenverbände gibt, werden diese Fragen in dem Anwendungsfragenkatalog veröffentlicht mit einer Standardantwort. Diese Antworten sind halt der Standard für die Branche, aber nicht verbindlich. Das heißt, die BNSA kann das Ganze auch nochmal anders sehen. Diese verschiedenen Dokumente verlinke ich natürlich im Beitrag zu diesem Video auf energiewirtschaft-einfach.de. Das war es soweit in der allgemeinen Einführung zum Thema GPKI, Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität.
Wenn ihr Fragen dazu habt, dann kommentiert die doch einfach hier unter diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Und wenn euer Stadtwerk oder Energieversorger ein ausführliches Seminar rund um diese ganzen regulatorischen Themen haben möchte, kann man das auch sehr gut auf energiewirtschaft-einfach.de buchen. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach.